Na, ihr Lieben, wisst ihr, was das Seepferdchen ist? Vielleicht habt ihr es auch schon. Oder wisst ihr jetzt gar nicht, wovon ich rede? So geht es Benjamin und Otto in dieser Geschichte. Die zwei gehen gerade zum Zootor. Herr Lindemann wird Lea gleich vorbeibringen. Auf ihrem Weg begegnen sie Herrn Tierlieb. Der steht vor seiner Haustür und klopft seine Taschen ab. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Herr Tierlieb, was haben Sie denn? Ich fürchte, ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Au, Backe! Und da sind alle wichtigen Schlüssel dran? So ist es. Ich muss ihn unbedingt wiederfinden. Mein Papa sagt, man muss bei sowas ganz ruhig bleiben und überlegen. Genau. Bleiben Sie mal ganz ruhig und überlegen Sie. Das sagt sich so leicht. Und was soll ich überhaupt überlegen? Wo sind Sie heute überall gewesen? Heute früh habe ich eine Ruderpartie auf dem Zoosee gemacht. Und danach habe ich Karl beim Füttern geholfen. Im ganzen Zoo? In jedem Gehege. Oh, oh, jetzt muss Herr Tierlieb in jedem Gehege nach seinem Schlüssel suchen. Ah, da trifft Lea mit ihrem Papa am Zootor ein. Benjamin und Otto laufen zu ihnen. Herr Lindemann muss gleich wieder an die Arbeit und verabschiedet sich. Und Lea? Die sieht heute ganz besonders fröhlich aus. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Willst du uns nicht verraten, warum du so strahlst? Doch, will ich. Na, sag schon. Weil ich das Seepferdchen hab. Ach so, das ist ja schön. Nur schön? Freut ihr euch gar nicht für mich? Doch, so ein Seepferdchen ist toll. Aber auch nicht so besonders. Was? Wieso? Wir haben sogar zwei. Wer, wir? Der Zoo. Der Zoo hat das Seepferdchen? Nein, er hat zwei. Das verstehe ich nicht. Wir zeigen sie dir. Komm mit. Benjamin und Otto gehen mit Lea ins Aquarium. Schön finde ich es hier. Das schummrige Licht, die Becken mit den vielen bunten Fischen. Wer kommt denn da zur Scheibe geschwommen? Guck mal, Lea, das ist Quinn Qualle. Hallo, Quinn. Er freut sich, dass wir ihn besuchen. Oh, der hat ja viele Arme. Tentakel heißen die. Und den wollt ihr mir zeigen? Nein, zwei andere Wasserbewohner. Da kommen sie schon angeschwommen. Wo? Da, hinter den Algen. Das sind Sarah und Simon Seepferdchen. Oh, wie süß die gucken. Siehst du? Wir haben zwei Seepferdchen. Ach so. Was ist daran so komisch? Weil ich das nicht gemeint habe. Was jetzt? Na, so ein Seepferdchen. Ich habe das Seepferdchen gemeint. Das Seepferdchen? Die anderen im Kindergarten hatten es schon. Ich noch nicht. Aber jetzt habe ich's gemacht. Jetzt weiß ich, was Lea meint. Das Schwimmabzeichen für Frühschwimmer. Genau. Ja, das hat sie gemeint. Um das Abzeichen zu machen, muss man eine Schwimmprüfung bestehen. Dann bekommt man ein Zeugnis und einen Aufnäher mit einem Seepferdchen, den man am Badeanzug oder an der Badehose tragen darf. Und den zeigt Lea nun stolz ihren beiden Freunden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ui, so ein Abzeichen will ich auch haben. Du? Wieso nicht? Das ist eigentlich für Frühschwimmer. Ich kann ganz früh schwimmen. Wenn es sein muss, auch morgens um 6. Du musst doch nicht früh schwimmen. Frühschwimmer sind Anfänger. Und ich darf das Abzeichen nicht mehr machen? Doch, schon. Wenn du die Prüfung bestehst? Genau. Erst einmal musst du Fragen zu den Baderegeln beantworten. Dann musst du vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen, was aus dem Wasser holen. Das will ich alles machen. Und ihr seid meine Prüfer. Wir sind aber ganz streng. Das müsst ihr auch sein. Die Prüfung mache ich im Zoosee.
Lea und ich müssen aber vorher noch zu Karl. Ja? Warum denn? Das wüsste ich auch gern. Das wird noch nicht verraten. Mhm. Ich muss auch erst noch eine Baderegel befolgen. Und welche? Gehe nie mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Lass mich raten. Deiner ist ganz leer? Und wie? Ich muss einen kleinen Happen essen. Benjamin geht zu sich nach Hause und Otto und Lea schauen bei Karl vorbei. Ich habe ja eine Ahnung, was Otto dort will. Ihr auch? Nein? Dann müsst ihr euch wie Benjamin noch ein bisschen gedulden. Nach einiger Zeit treffen die drei Freunde in ihren Badesachen am Zoosee zusammen. Prüferin Lea will zunächst noch eine Baderegel von Benjamin wissen. Was musst du machen, bevor du ins Wasser gehst? Ich muss mich abkühlen und duschen. Richtig. Das machen wir für dich. Und zwar so. Oh, nein, nicht nass spritzen. Doch, du musst schön abgekühlt werden. Kurz darauf ist Benjamin klatschnass und bereit für den ersten Teil seiner Prüfung, den Sprung ins Wasser. Einen Beckenrand hat der Zoosee ja nicht, dafür aber eine Brücke, von der Benjamin springen kann. Nanu? Warum schmunzelt er denn auf einmal so listig? Ich kann doch ins Wasser springen, wie ich will, oder? Ja, kannst du. Dann passt mal auf. Ich klettere über das Geländer. Ihr beiden müsst ganz nah rankommen, damit ihr auch alles gut sehen könnt. Machen wir. Noch näher. Ja, ja. Und jetzt springe ich. Ha! Das hättet ihr sehen müssen. Benjamin ist mit seinem Elefantenpopo vorausgesprungen. Es hat einen gewaltigen Klatscher gegeben und eine riesige Fontäne, die über die ganze Brücke gespritzt ist. Jetzt sind Lea und Otto auch klatschnass. Das war gemein! Oh, ein Riesenelefantenwasserklatscher. Oho! Jetzt habe ich euch auch nass gespritzt. Und mich auch. Herr Tierlieb, das tut mir leid. Ich habe sie nicht gesehen. Ist ja nicht so schlimm. In der Sonne trocknen die Sachen schnell. Haben Sie Ihren Schlüssel inzwischen wiedergefunden? Bisher noch nicht. Ich bin leider immer noch auf der Suche. Bis später. Der arme Herr Tierlieb. Und nun hat Benjamin ihn auch noch nass gespritzt. Nach diesem kleinen Schreck setzen die Freunde die Prüfung fort. 25 Meter soll Benjamin schwimmen. Er schwimmt sogar noch weiter, von der Brücke bis ans Ufer, wo der Zookahn verteut ist. Dort warten Otto und Lea auf ihn. Da bin ich. Töre. Ich würde sagen, Teil 2 der Prüfung ist auch bestanden. Oder, Prüferin Lea? Ja, Prüfer Otto, das war nicht schlecht. Und was ist Teil 3? Du musst das aus dem Wasser holen. Aus dem schultertiefen Wasser. Ah, da muss ich wieder ein ganzes Stück reingehen. Wonach lassen wir Benjamin tauchen? Ich musste einen Gummiring aus dem Wasser holen. Den haben wir aber nicht. So, jetzt bin ich bis zur Schulter im Wasser. Was ist denn das? Was hast du? Da ist was an meinem Fuß. Oh. Ein Fisch? Nein, das ist hart und spitze. Ich hol's mal rauf. Benjamin hält die Luft an und verschwindet unter Wasser. Kurz darauf taucht er wieder auf. Ja, was ist denn das, was er da mit seinem Rüssel in die Höhe hält? Ein Schlüsselbund. Das ist der Tierliebschlüsselbund. Tatsächlich. Das ist ja toll. Herr Tierlieb, kommen Sie zum Zoosee. Schnell. Tada! Kurz darauf kommt der Zoodirektor herbeigeeilt. Benjamin ist bereits an Land und zeigt Herrn Tierlieb, was er gefunden hat. Mein Schlüsselbund. Benjamin, du bist meine Rettung. Danke. Den Schlüsselbund haben Sie bestimmt beim Rudern verloren. So wird es sein. In Zukunft werde ich besser auf ihn Acht geben.
Ich hab ihn wieder. Wir haben noch was für dich, Benjamin. Auch ein Schlüssel? Quatsch. Hier, guck mal. Ui, ein Aufnäher mit einem Seepferdchen. Den haben wir bei Karl gemalt. Ja, mit Stofffarbe. Ach, das habt ihr bei Karl gemacht? Mhm. Oh, das ist so lieb von euch. Und das heißt also, ich habe... Du hast die Prüfung bestanden. Denn den Schlüssel hast du ja aus dem schultertiefen Wasser geholt. Teil 3 ist also auch erledigt. Hurra! Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hab ich es auch. Das Seepferdchen. Tara! Ende gut, alles gut. Herr Tierlieb hat seinen Schlüsselbund wieder und Benjamin hat sein heiß begehrtes Schwimmabzeichen. Das Seepferdchen. Und damit sage ich Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.